der Lexon ist die effizienteste Maschine am Markt derzeit. Den Lexon haben wir 1995 auf den Markt gebracht. Seitdem hat sich die Maschine natürlich irrsinnig weiterentwickelt. Wir haben natürlich für die damaligen Voraussetzungen, auch was Motorleistung angeht, die Maschine entwickelt und das Antriebskonzept entwickelt. Und das haben wir bis zum heutigen Zeitpunkt eigentlich so in seinem Grundaufbau bestehen gelassen. Mit dem neuen Mähdrescher-Modell mussten wir da einen klaren Cut machen. Also wir haben jetzt auf dem weißen Blatt Papier anfangen können. Also im Prinzip ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Das Ergebnis kann man hier sehen. Wir haben eins der effizientesten Antriebskonzepte auf dem Markt. Wir setzen weiterhin sehr, sehr stark auf Riemenantriebe. Man muss sich einfach vorstellen, wir haben sehr, sehr lange Distanzen in der Maschine zu überbrücken und da ist ein Riemenantrieb einfach unschlagbar. Wir sprechen da von einer Effizienz von 99%. Das ist ein Wert, dem komme ich keinem anderen Kraftübertragungsmittel hinterher. Der Riemen ist bei Claas einfach hier Antriebsmittel der Wahl. Wir wissen, was wir tun. Wir haben die Antriebe komplett neu zugeschnitten für unsere Top-Motorleistungen und der Leistung sind die absolut gewachsen. Uns ist aber natürlich auch bewusst, dass die Erntebedingungen stark schwanken können. Ich kann nicht immer volle Vorfahrtgeschwindigkeit fahren, vollen Durchsatz fahren, die Bestände können schwanken. Ich kann sonstige Einschränkungen haben, die es mir halt nicht erlauben, ans Leistungslimit der Maschine zu gehen. Und genau in diesem Fall kommt Dynamic Power ins Spiel. Wir machen eine dynamische Anpassung der Motorleistung, zugeschnitten auf den Leistungsbedarf der Maschine, sodass die Maschine immer maximal effizient unterwegs ist. Wir nehmen die Motorleistung nur dann zurück, wenn auch der Gutfluss, die Maschine, die Einsatzbedingungen das hergeben und schalten die Motorleistung auch sofort wieder frei, wenn ein Mehrbedarf entsteht und sparen so am Ende des Tages Kraftstoff. 1,5 Liter pro Tonne Erntegut ist ein wahnsinnig guter Wert. Wir haben 44 Tonnen pro Stunde mit diesem Schüttlermähdrescher ernten können und das war auch genau das erklärte Ziel. Wir wollten die Maschine absolut auf Effizienz trimmen. Wir haben mit der neuen Generation auch nochmal einen Stein draufgelegt und haben uns dadurch nochmal deutlich vom Wettbewerb abgegrenzt. Wir sind dynamisch unterwegs, wir machen eine dynamische Leistungsanpassung, wir haben ein sehr effizientes und geradliniges, direktes Antriebskonzept, was seinesgleichen sucht. Und natürlich das Zusammenspiel mit der Systemtechnikermaschine, dem Dreschwerk, der Abscheidung, haben wir den effizientesten Mähdrescher am Markt.